Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier und haben uns alle Bestandteile, die wir brauchen, um den Chase-Generator zu aktivieren, haben wir uns zusammengebaut. Wir haben Initiator, wir haben Stabilisator zusammengebaut beim letzten Mal, wir haben unsere Waffe aufgerüstet, wir haben 4 Dinos platt gemacht. Wir haben Dr. Quirks ID-Karte. Wir haben die A-Karte. Wir sind sowas von mächtig in diesem Spiel. Das ist so, Leute. Wir gehen jetzt einfach hier rein und bedienen. Um dieses Ding hier zu aktivieren, müssen wir ja nach diesem Workaround davor gehen, ne? Weil ihr seht, da steht noch System Locked. Das heißt, wir können hier noch nichts machen. Das heißt, wir müssen hier in dieser Steuerzentrale auf diesem großen PC müssen wir erstmal dann hier, genau hier, nach diesem Workaround vorgehen. Weil wir haben jetzt nämlich alles, was wir brauchen. Anleitung zum Generator. So, erstens bereiten Sie die Aktivierung mit dem Hauptsteuerfeld im oberen Bereich der Steuerzentrale vor. Das ist das hier. Dann machen wir das doch einfach mal. Bedien das. So, los geht's, Leute. Generator aktivieren. Na komm. Na komm. Ja? Ja? Und? Sehr schön. Aha, der sagt uns sogar schon, was wir machen sollen. Das brauchst du nicht mehr zu bedienen, okay. Gut, also wir haben jetzt zumindest schon mal den Generator initialisiert. Okay, zweitens begeben Sie sich zum, was? B3-Bereich des Generators, um einen Initiator einzusetzen. Also unten. Okay. Drittens benutzen Sie das Steuerfeld nahe des Initiators, um den Ansaugschaft mit dem Generator zu verbinden. Okay. Viertens gehen Sie zum B2-Bereich, den Stabilisator einsetzen. Aktivieren Sie den Generator. Das heißt, von unten nach oben. Gut, Leute. Wir haben ihn initialisiert. Lasst uns mal an die Maschine gehen. Was für ein Technikkram, ey. Und das muten die einer Frau zu. Also wirklich. Naja, gut. Leute. Hier oben ist das B2-Terminal. Da können wir noch nichts machen. Da sieht er noch System Locked. Okay. Gut, wir müssen nämlich, ich habe da unten den zweiten Weg gesehen. Hier in der Ecke, da war ich nämlich noch gar nicht. Da ist nämlich ein Fahrstuhl. Schau ich das an. Willst du den Knopf drücken? Ja, drück mal. Fahren wir runter. Heute in den unteren Bereich des Generators. Ist das eine fette Maschine, ey. Ja gut, ich meine, für diese Forschung, die die hier betrieben haben, war das schon ordentlich. So. Hier drüber. Genau, da ist nämlich dieses Rohr. Okay. Hier wieder runter. Ihr seht jetzt, wir sind in dem unteren Bereich. Da unten sind die zwei Türen. Okay, schaut euch dieses Riesenteil an. So, hier. Was ist das denn? Willst du einen Knopf drücken? Ja, mach mal. Ah, schaut mal. Da können wir den Initiator eingeben. Genau. Diese eine Batterie da, genau. So. Nimm es dir und friss es. Mach was auch immer du willst damit. Okay. Blitz, Blitz. Okay. Dort befindet sich bereits einer. Ja, okay. Warte. Dann. Wir haben den Initiator da eingesetzt. Das ist eine Kiste. Mit einem Stecker. Überraschung, 3 Stecker. Geil. Okay, das heißt, wir können die Bundikiste da bedienen.
Okay. Dann müssen wir dieses Feld hier bedienen, Leute. Das Steuerfeld, das den dritten Energiegenerator aktiviert. Willst du es bedienen? Bedien es. Gut, dass du weißt, was du drücken musst. Ja. Oh. Ach, das ist dieser Ansaugschaft, der da aus der Wand rauskommt. Ach du Scheiße. Oh, okay. Dampf hier. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nicht beeilen. Aber wir beeilen uns mal lieber. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Wow. Okay, Dampf. Wow. Okay. Hier ist irgendwas gerade ziemlich am Dampfen und... Ja, ich will hier nicht verdampfen. Nicht so wie dieser einen Memo da. So. Dritten Energiebereich B2. Dann müssen wir haben jetzt den Initiator eingesetzt. Unten. Das heißt, wir müssen noch den Stabilisator hier oben einsetzen. Seht ihr das? Da steht schon gar nicht mehr System locked. Ha, ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Leute? So, und dann hier hinten. Das sieht auch geil aus da. So. Das gleiche wie unten. Knopf drücken. Öffne dich, Schokolade, öffne dich. Und dann kriegst du jetzt von mir deinen Stabilisator. Bitteschön. So, pack einfach drauf geklatscht hier. Er frisst es auch. Schiebt das Teil hinten rein. Und es blitzt. Sehr schön, Leute. Wir haben beides eingesetzt. Und müssen jetzt nur noch das Steuerfeld, das den dritten Generator aktiviert. Müssen jetzt nur noch diesen Knopf drücken. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Geil. Geil, Leute. Wir haben es geschafft. Das ist aber auch eine Apparatur, ey. Meine Fresse. Der Kühler. Okay. Er läuft. Sehr schön. Okay. Oh oh. Oh oh. Und wir haben den Soundbug. Dritte Energie, eure Steuerzentrale. Ach du Scheiße. Oh oh, Leute. Ach du Scheiße, Leute, was geht denn hier jetzt ab? Boah. Boah, die Musik ist aber ganz schön verbuggt, Leute. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaut, was wir angerichtet haben. Hier explodiert gleich alles.
Oh Gott, nein, ich gehe mal außen rum. Dann sieht man das besser. Oh mein Gott, ja, wir müssen uns beeilen hier. Los. Holy shit, das Ding überlädt sich gleich und dann verdampfen wir hier. Oh Gott, schaut euch das an. Erdbeben. Schaut euch das an. Oh, das ist so heftig, Leute. Das ist so heftig. Privatlabor. Wir müssen Gail helfen. Dr. Kirk ist wieder mal abgehauen. Oh mein Gott. Gail. Komm. Schneller, Regina. So. Puh, okay. Gut, Dr. Kirk's Bibliothek. Gail, bist du in Ordnung? Oh. Okay. Just get Kirk. Hurry. Take it easy, Gail. No. Take this. Tag them with transmitter. Gail. Ein Pulsempfänger haben wir bekommen. Kann benutzt werden, um Dr. Kirk zu finden. Ich glaube, das müssen wir sogar machen, ne? Kann ein Signal vom Transmitter empfangen. So, im Moment ist Dr. Kirk da hinten. Wartet mal, ich bin mir jetzt unsicher, wie wir jetzt hier vorgehen müssen. Aber schauen wir erstmal die Cutscene, Leute. Wir sind wieder im Eingliederungsbüro. Alright. The overload levels are increasing. Just a little more. Okay, good. Gail. What happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! Die unsichtbare Wand, Leute. This is it. All that's left is our escape. Jawohl. Sehr schön. Let's go. Wait, what about Kirk? What about him? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about him. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience. I'm taking you back now. No. You two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane! Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide! I know. I'm not back in 30 minutes. You two make your escape without me. Hey! Do something! So, Leute. Also wir haben gerade ziemlich viel erlebt, muss ich sagen. Also der Generator ist am Überlaufen. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Allerdings haben wir jetzt wieder eine Entscheidung zu treffen. Was wirst du tun? Wähle aus, wofür du dich entscheiden möchtest. Gails Idee, die Mission fortführen und Dr. Kirk finden. Oder Ricks Idee, die Mission ignorieren und den Kameraden zu vertreten. Diese Entscheidung, liebe Leute, ist jetzt ending-relevant. Das heißt, je nachdem, wie wir uns hier entscheiden, können wir entweder eine Person retten nur, oder zwei oder sogar drei. Und ich möchte natürlich den Weg wählen, dass wir alle retten. Also Kirk und Gail und natürlich Rick, klar. Und aber wenn ich jetzt Ricks Idee nehmen würde, würden wir einfach Dr. Kirk hier lassen. Und das ist nicht unbedingt der Plan. Ich bin jetzt allerdings... Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich Geld oder Rick nehmen soll. Deswegen mache ich jetzt hier einen Safe Stat, weil ich möchte wissen, wo der Kirk jetzt noch ist. Ich nehme erstmal Rick. Kommt, Leute. Wir müssen auch mal ein Risiko eingehen. Aber ich habe ja einen Safe Stat gemacht. Genau. Geld soll erstmal hier bleiben. Okay. Gut. Rick macht sich auf den Weg zum Hafen. Wir kriegen es auch angezeigt. Allerdings kriegen wir jetzt noch... Wir können ja noch den Dr. Kirk finden, ne? Pulsempfänger. Der ist ja da oben. Genau, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt noch hin. Der ist nämlich in diesem Bereich, Leute.
Der ist nämlich in diesem Bereich, wo wir da damals waren. So, wo wir da damals waren, nämlich hier draußen hinter dem Kran. Aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal durch Massen an Dinos kämpfen. Deswegen nehme ich jetzt meine Hitzegranaten, Leute. So, diese fetten Dinger hier. So, dann komm her. Komm her. Und bam. Und bam. Zwei auf einmal getroffen hier. So. Schön verbrannt, Leute. So sehen die Hitzegranaten aus. Okay. So. Die beiden Dinos sind weg. Wir holen jetzt noch Dr. Kirk. Und danach würde ich eigentlich ganz gerne... weil ich weiß, dass dieses Ending mit dem Hubschrauber war, statt mit dem Boot. Würde ich ganz gerne... Ja. Den Hubschrauber nehmen. Und damit wir den Hubschrauber kriegen... Wartet mal. Vielleicht habe ich mir den falschen Weg ausgewählt, hä? Pulsempfänger. Ah, doch nicht. Ha, seht ihr das? Seht ihr das? Der bewegt sich. Der ist jetzt nicht mehr da hinten drin, sondern da oben beim Hubschrauber. Alles klar, Leute. So. Finale Folge, glaube ich, ne? Ihr erinnert euch hier bei diesem Waffenlager, wo wir damals waren. Wow, okay, schieß. Oh. Okay. So, der ist weg. Ach du Scheiße. Okay. Und schieß doch. Oh nein, verdammt. Verdammt. Und schieß doch, Regina. Schieß doch die Feuergranaten. Okay. Gut. Medizin M. Danke. So, die beiden fetten Digger, ey. Die sind weg. Okay. So. Da werden wir nämlich auch unsere Munition. Das ist genau hier, Leute. Transportdurchgang. So. So. Hier rennt noch irgendwo so ein Ding rum. Da. Und zum Glück können wir direkt nachballern hier. So. Das fette Ding ist weg. Und ihr seht, jetzt können wir auch hier rein. Diet. Da konnten wir damals nicht rein. Ha. Mal gucken, was hier noch so ist, ne? Die Zeit zum Erforschen muss noch bleiben hier. Auf jeden Fall schon mal ein Stecker. Sehr schön. Was haben wir hier? Dort sind versiegelte Behälter. So kann ihr Inhalt nicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Okay. Dort, ja, okay. Aber das sieht doch nach Waffenkisten aus. Ein Stecker. Öl und Ersatzteile. Granaten. Oh mein Gott, geil. Haben wir hier nicht noch mehr Granaten? Nur drei Granaten? Glaube ich nicht. Wartet mal. Gibt es hier nicht noch mehr? So. Hä? Wartet mal. Nur drei Granaten? Ja gut, okay. Dann müssen wir aber eigentlich noch mal... Ich weiß, das ist jetzt blöd, was ich da mache. Arsenal Storage. Wartet mal, nee, nee. Erstmal hier rein, Leute. Security Level A. Jetzt können wir nämlich auch hier rein. Spezialwaffenlager. Was wurde denn hier so gesichert? Der Zustand der gelagerten Waffen wird hier angezeigt. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Ich bin gerade in Hektik, ey. Kameras. Ein Videobild des Waffenlagers. Die Musik, die sollen ja nicht so stressen. Ein Videobild von der Überwachungskamera in diesem Raum. Okay. Ziemlich gesichert hier alles. Oh! Dritte Energiebasistheorie von Edward Kirk. Willst du es lesen? Sehr gerne. Dritte Energiebasiskonzept. Technologie zur Nutzung der Ionenkraft der Atmosphäre. Sie ist das Herz der dritten Energie. Aha. Ionen also. Wenn man den Ionenfluss lenkt, indem man Luft ionisiert, kann man die daraus folgende Elektronenbewegung als reine Energiequelle nutzen.
Interessant. Das Konzept ist einfach. Die Elektronen, deren Bewegungsenergie wir nutzen, verbinden sich... Oh, was ist jetzt? Ah, Gott sei Dank. Verbinden sich mit Ionen, um die Ausgangskonstellation wiederherzustellen. Allerdings ist es aufgrund gegenwärtiger Technologien unmöglich, dies zu 100% erfolgen zu lassen. Das Restprodukt enthält ein Peroxid, das dem Ozon ähnelt. Allerdings ist seine Konzentration so niedrig, dass das Konzept einer sauberen Energie nicht gefährdet ist. Verdammt wissenschaftlich hier das Ganze. Also die dritte Energie nutzt anscheinend irgendwelche Ionen. Okay. Interessant, Leute. Verdammt interessant. Hui, wusch, Danger. Was ist das? Im Lager sind Biowaffen. Wenn diese aktiviert werden, kommen alle Lebewesen auf dieser Insel um. Holy shit. Holy shit. Okay. Kann man mal machen. Hier werden Kleintiere aufbewahrt, die für biologische Waffenexperimente benutzt werden. Oh nein. Parasite Eve 2. Was ist das hier? Nix. Okay. Hier ist aber doch so ein Aufzug, liebe Leute. Und jetzt kommen wir in einen Bereich. Gut, dass ich den euch zeigen kann. Hier. Hier wird der Schock gefrostet. Und schaut mal da, was da liegt. Initiator und Stabilisator. Ja, das sind die Initiator und der Stabilisator. Sie werden nicht mehr benötigt. Hier wären wir nämlich rausgekommen, wenn wir mit Gale gegangen wären. Genau, da hätten wir die Teile hier einfach zusammengesetzt schon gekriegt. Und das war's dann. Allerdings hatten wir auch diese dicken Dinger dann noch im Weg. Deshalb war der Weg auch schwieriger. Gut, liebe Leute. Hier sind Proben der biologischen Waffen gelagert. Sie sind eingefroren. Okay. Oh ja, ist ganz schön kalt hier, ne? Die schnieft auch schon ganz schön. Okay, dann wollen wir aber schnell wieder hier raus. Fahr wieder runter mit dem Ding. Und dann würde ich mir eigentlich nochmal ganz gerne... Wartet mal gerade. Ich muss nochmal komplett nochmal hier raus. Wir haben ja jetzt hier einiges erforscht, ne? So, Leute. Wir haben ja jetzt hier einiges erforscht. Transportdurchgang. Ich möchte mir allerdings vorher, bevor wir jetzt hier in diese Tür da hinten reingehen, nochmal kurz diese Kiste in dem anderen Bereich da anschauen. Ich mach's so schnell, wie es geht, Leute. Ich laufe einfach weiter. Das ist jetzt zwar ein Fußweg, aber ja, was soll ich machen? Dafür ist das ja die finale Folge und wird dementsprechend auch länger. Ne, finale Folge ist bei mir immer länger... Nein, nein, nein. Länger als normale Folge, Leute. Wartet mal, ich mach mal hier ein Safe Stat auf den Free-Slot. So, genau. Und, ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, wie wir jetzt hier hoffentlich rauskommen, Leute. Oh mein Gott. Das Finale steht kurz bevor. Oh mein Gott, ich bin schon echt nervös, ey. Die Mucke, die tut da noch ihr Übriges dazu, ey. So, wir müssen nämlich leider noch einmal ganz kurz zurück. Wir haben ja diese drei Stecker bekommen. Und die Muni aus der Kiste, da würde ich mir ganz gerne nehmen. Wenn Regina mal ein bisschen schneller laufen würde, dann ginge das auch. Aber klar, die hat halt einen Granatenwerfer in der Hand, ne? Das ist natürlich schon ein schweres Teil. Zentraler Durchgang. Ich glaube, hier sind nämlich auch noch welche. Ja, hier sind auch noch welche. Okay, und schieß! Schieß doch! Schieß doch! Oh nein! Um Gottes Willen, warum ich... Hä? Ich habe keine Muni mehr. Okay, dann machen wir bitte hier zu. Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Die brauchen drei Granaten, das Stück. Das ist doch nicht wahr, Leute.
Ich habe keine Moni mehr. Eine Betäubung habe ich noch, ja gut. Oh. Steuerzentrale B3. Leute, wartet mal. Wartet mal, Steuerzentrale B3. Ne, dritte Energieverteiler. Shit. Ich habe keine Bunny mehr. Oh, ich dachte, dass hier noch eine Kiste wäre, die ich noch öffnen kann. Die Medizin kann ich öffnen, aber... Nee, wozu? Ah, verdammt. Gut, Leute, dann gehen wir hier rein. Hafentransportdurchgang, liebe Leute. So, schaut euch das an. Ja, okay. Betäubung, ja, nimm mit. Ich glaube, da ist eine riesige Tür und da ist auf jeden Fall schon mal noch eine Kiste. Nur Schrot. Okay, da kann ich zumindest das Vieh da hinten platt machen. Na komm. G-Umbauschaft, ja. Ich glaube, das ist das doch, oder? G-Umbauschaft. Genau. 0-0 Schrot, dann mache ich noch das Ding da hinten platt. So, Leute. Diet. Genau. Zentraler Durchgang. So, dann mache ich jetzt noch das Ding da hoffentlich platt. Es sei denn, die Schüsse... Schau euch mal diese neue Schwumme an hier. So, das war die neue Schrotflinte. Und das Ding ist platt. Okay, sehr schön. Gut, liebe Leute, dann können wir eigentlich... Ich bin mir da echt nicht sicher, aber dann können wir eigentlich erstmal mit diesem Ding hier fahren. Weil das Ding, das führt uns in den Bereich, wo wir da noch nicht waren. Genau. Und ja, dann mach das mal. Fahr da mal mit. Warning, ja, okay. Aber ich glaube, wir dürfen hiermit noch fahren. Gefahrlos. Ganz genau, liebe Leute. Und schaut mal, wo wir sind. Was? Heliport-Transportdurchgang. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wo wir jetzt sind. Ist das nicht geil? Leute, ist das nicht geil? Und da oben auf der anderen Seite ist Dr. Kirk. Allerdings möchte ich erstmal nochmal hier rein. Ich möchte euch alles zeigen. Schaut euch an, wo wir hier rauskommen, wenn wir hier reingehen. Tada! Wir sind hier in dieser Security-Level-A-Tür. Cool, ne? Was hier nicht alles, was es hier nicht alles noch gibt, ne? Gut. Allerdings... Wie gesagt, ich möchte euch alles zeigen. Ich möchte nochmal zurück. Oh, da war noch eine kleine Tür. Da war noch eine kleine Tür, ne? Habt ihr gesehen? Das wird interessant, weil es gibt ja noch da dieses... Es gibt ja da noch dieses... diesen einen Monitor im Laborbereich. Den wir noch gar nicht bedient haben. Den möchte ich euch jetzt auch noch kurz zeigen. Zentraler Durchgang, genau. Wir sind auch nicht weit weg. Dauert nicht zu lange. So, Leute. Macht das auf. Ich will euch einfach nur zeigen, was das für ein Ding da noch ist. So, Leute. Dann gehe ich mal bitte wieder da hoch. Wahrscheinlich wieder ein Raptor da, ne? Das ist wieder ein Raptor. Okay. Und schieß. Und es reicht nicht. Oh, scheiße, es reicht nicht. Oh, verdammt. Jetzt habe ich null Muni. Jetzt habe ich echt null Muni. Ach, verdammt. Danke, du blödes Ding. Wah. Wah, lauf doch. Nimm die Medizin, komm. So, okay. Ich habe null Muni.
Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich kriege später noch Money. Ich will erstmal nur noch gucken, was hier noch... Genau, hier war doch... In diesem Laborbereich war doch noch dieser eine Monitor. Den will ich euch noch kurz zeigen, Leute. Ich weiß, wir sind schon 5 Minuten drüber. Aber wie gesagt, ist Finale. Und, ja. Ist Finale und das ist gerade sehr spannend. Von daher... Hier sind die Dinos aber weg. Ne, hier habe ich auch beide. Hier habe ich auch beide aufgemacht. Ach, warum geht denn jetzt mein Monitor ständig aus? Im Ruheraum hier. Hier ist auch noch einer drin, aber hier. Schaut mal da. Wir kriegen ein Rätsel. E. Was? Was, was, was? Was? B, okay. Ah, hier war doch dieser Monitor. Nochmal A, genau, Leute. C. Genau, Leute. Hier war dieser Monitor im Ruheraum. Ihr erinnert euch, in der vorletzten Folge, als wir zum ersten Mal waren, konnten wir da nichts mit machen. Aber jetzt haben wir die A-Karte. Und jetzt können wir hier dieses Rätsel machen. Genau. A-A-C. So. Dann prüft das mal. Das war schon mal richtig. Okay, wir brauchen nämlich 4 Codes jetzt. Okay. B. C. Ah, der zuckt immer, ne? Da muss man aufpassen. Der zuckt immer. D. A. C. Meine Güte. F. D. Haben wir es jetzt bald mal. So. Sehr schön. Okay, dann haben wir B. CF, DAC, FD. Nochmal Rätselzeit hier, ey. In der ganzen Hektik hier. Bing, sehr schön. Ich schreibe mir die nämlich mit, die Kurse. Ich kann mir die sowas nicht merken, ey. So, F. F. Okay. C. C, ja, das variiert jetzt, ne? B. F. Eins ist leer sogar, okay. E. A. Das variiert. Krass. Okay. Der ist aber nicht so lang. Zweimal F. Zweimal C. War das echt so? Zweimal F, zweimal C. B, F, E, A. Ah, nein, stopp. B. F. War das echt zweimal hintereinander? Müssen wir mal gucken. Wir haben 3 Versuche Zeit. Also wir haben 3 Versuche. Aber das passt. Okay. Ihr seht, wir haben 3 Versuche. aber ja, jetzt. Jetzt wird es interessant. Das letzte. F. B. Oh. B. Okay. Höchste Variation hier. A. F, wenn ich keine Notizen hätte, ne? E. E, dann auch noch mit der Hektik hier. F, okay. A, okay. D. Okay, gut. Dann haben wir als letztes F, zweimal B, A, F, zweimal E, F, A, D. Ich hoffe, dass ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Ist auch komplett voll. Schauen wir mal. Yes, Leute. Yes, sehr schön. Okay, und? Schaut mal da. Eine Geheimtür. Und das Ding, das tippelt da rum. Hab mich noch nicht bemerkt. Eine Geheimtür. Mitten hier in dem Ruheraum. Das ist nämlich auch eine Abkürzung. Heliport-Transportdurchgang. Eine Abkürzung hierhin. Schaut mal. Jetzt sind wir schon wieder hier. Und jetzt könnten wir auch hier wieder zurück. Schaut mal.
Ruheraum. Einfach mal nur so eine geile Abkürzung. Oh Gott. Ja, okay. Leute. Dann spiele ich noch mal ein bisschen Katze und Maus hier mit dem. Ah, wieder rein. Oh Gott sei Dank. Noch ein bisschen mit dem Dino spielen hier. Aber ja, Leute, jetzt geht's wirklich aufs Finale zu. Manchmal ein Safe-Stat hier. Jetzt geht's wirklich aufs Finale zu. Weil jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Von der Einrichtung. Und jetzt ist hier nur noch... Glaube ich zumindest, dass wir hier richtig sind. Genau. Genau richtig hier, Leute. Das ist die letzte Tür, die wir noch öffnen können. Security A. Und der Kirk ist da drin. Ha. Okay, Kirk. Wir stellen dich jetzt. Geheimer Heliport. Oh mein Gott. Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Es ist solide gebaut, um auch schweren Stößen widerstehen zu können. Alles klar, Leute. Gut, dann Kirk. Oh, ein Hubschrauber. Cutscene und ich mache mich mal stumm. Geiler Kick. Alles klar, liebe Leute. Ja. Was wir gerade gesehen haben, wir haben Kirk in die Fresse getreten. Richtig so, Regina. Und wir haben... Ja, Rick hat Gale tatsächlich in den Hafen mitgenommen. Allerdings, ja, der T-Rex, der richtet das schon sein Unwesen. Und wir kriegen Granaten. Zum Glück, Leute. Wir kriegen Granaten nochmal. Seht ihr das? 6 Granaten. So, und hier ist der Hubschrauber. Dr. Kirk ist noch immer bewusstlos. Seht ihr das, Leute? Ja, wir haben einen Hubschrauber gefunden. Und, ja. Genau, Leute. Finale. Rick kommt mit Gale hier zusammen hin. Und, was ist das hier? 00 Schrot. Ja, kann ich vielleicht noch gebrauchen. Und dann nehmen wir jetzt hier noch die Kiste kurz mit. Ist aber... Ah, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Scheiße. Ist aber nichts Interessantes drin. Okay. Gut, Leute. Das heißt, wir müssen Rick und Gale jetzt rausholen. Wir haben Dr. Kirk im Hubschrauber eingesperrt. Ihm in die Fresse getreten. Und... Finale, Leute. Ich rüste mich mal aus. Mit der Granatenpistole. Ich bin richtig nervös, Leute. So, Heliport-Transportdurchgang. Rick, ich komme. Ich bin unterwegs, Rick. Ich bin unterwegs, halt durch. Und Gale hoffentlich auch. So, ich glaube, es gibt nämlich, ja, 3 oder 4 Endings in dem Game. Aber ich glaube, wir haben das Beste. So, ach du Scheiße. Oh oh. Nicht dieses Drecksvieh wieder, ey. Oh, Leute. Ja, komm. Okay, Finale. Boah, das sieht schon geil aus, ja. Das sieht schon geil aus, wie er sich hier durchzwingt. Warum muss das doch alles so groß sein hier? Okay, Leute, das Finale. Das Finale. Wir müssen einfach diesen T-Rex abhalten, uns zu fressen. Okay. So. Wir müssen einfach diesen T-Rex abhalten, uns zu fressen. So. Lad doch nach! Oh Gott. Oh, Gottes Willen, ey. Haben wir's jetzt? Boah.
Ich habe bald keine Muni mehr. Oh, mit dem letzten Schuss. Mit dem letzten Schuss, Leute. Oh mein Gott. Das war geil. Okay. Ja, macht, lasst euch Zeit, ey. Okay. Oh, Hammer, Leute. Hammer. Mit dem letzten Schuss. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, liebe Leute, das war doch mal ein ziemlich rasantes Finale und ja, das war Dino Crisis 1, liebe Freunde. Meine Güte, das Finale, das war echt wieder auf den Schuss genau bemessen, ey. Oh, die Mucke, Leute. Die Mucke ist auch geil hier. Wir haben es geschafft. Wir haben Gale gerettet. Rick war sowieso klar, dass er überlebt. Und wir haben selber überlebt natürlich. Und wir haben Dr. Kirk noch gefangen. Jetzt ist es ja so, dass es natürlich noch den anderen Weg gab. Allerdings hätte der andere Weg zwar zu mehr Erkenntnissen geführt über das Ganze, warum Rick da so geheime Disk war das, glaube ich. Der Rick war hinter einer geheimen Disk her und deswegen war der die ganze Zeit weg. Also der Gale. Und da hätte man ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber ich rette halt lieber Menschen. Ach, das ist halt so. Und ja, meine Güte, Leute, Dino Crisis, was kann ich dazu sagen? Es ist ein richtig geiles Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Und da seht ihr gerade auch das Ending mit dem Schiff. Ziemlich verpixelt, aber ist halt auch nur eine Rückblende, ne? Und ja, liebe Leute, Dino Crisis 1 ist geschafft. Oh ja. Und als nächstes kommt Dino Crisis 2. Genau, das werde ich mir besorgen. Und direkt im Anschluss spielen. Ganz genau, liebe Leute. Da seht ihr nochmal die Cutscenes vom anderen Ende. Da wäre der T-Rex auch durchgebrochen. Und Shinji Mikami. Der Produzent. Natürlich Capcom. Genau, liebe Leute, wie gesagt, hiernach kommt Dino Crisis 2 und ich möchte mich bei allen bedanken. Oh, stopp, da kommt noch eine Cutscene. Okay. The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name Regina. Dr. Kirk. Status recaptured. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Gale. Status. Alive. Gale did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Rick. Status. Alive. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Regina.
Status, alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Tom, status, deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper, status, unknown. We lost contact with Cooper at the beginning of the mission, and have not heard from him since then. Mission complete. Geil, Leute. Ja, wir haben das Spiel ohne Speichern geschafft und innerhalb von 5,5 Stunden. So. Und ja. Ah, da kommt noch was. Operation Instructions. Aha. Wir hätten es also noch besser machen können. Ja, das sehe ich auch so. Aber es gibt wohl auch ein Geschenk beim nächsten Mal, wenn wir es durchspielen. Aber das mache ich nicht nochmal, Leute. Also zumindest nicht als Let's Play. Exzellente Arbeit. Dino Crisis. Genau. Du hast neue Kleidung. Benutze diese Daten in der nächsten Mission. Ach, schaut mal. Sexy Regina und hier Agenten Regina. Cool. Okay, neue Kleidung. Nein, brauche ich nicht. Komm. Ich brauche keine Speicherplatz. So sieht's aus, Leute. Wenn wir jetzt nämlich ein neues Spiel starten würden. Glaube ich doch, oder? Dann könnten wir uns ja hier. Könnten wir uns da keine Kleidung aussuchen? Nee, könnten wir nicht. Ja gut, okay. Okay, Leute, dann bin ich überfragt. Okay, egal. Ja, wie gesagt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die hier zugeschaut haben. Das Spiel hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wie gesagt, es war ein kürzeres Projekt, jetzt unter 20 Folgen. Teil 2, der jetzt kommen wird, wird auch nicht viel länger werden. Und ja, wir haben es am Ende geschafft und ja, dass Tom verstorben ist, das konnte man nicht verhindern. Und ja, die meinten am Ende nochmal, man hätte noch einiges besser machen können, das ist richtig, ich hatte keine Muni mehr gehabt. Aber, na komm. Aber, ja, was soll man machen? Man kann es halt nie perfekt machen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, haben wir Kirk eingefangen, Mission abgeschlossen und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Dino Crisis 2, liebe Leute. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss. Hm?